Hallo liebe Leute, ich sitze hier in unserem lustigen Wägelchen zusammen mit Roland und wir machen jetzt eine kleine Tour über unseren Campingplatz und schauen mal, was sich über den Winter so Schönes verändert hat. Los geht's! Wie weit ist es von hier aus bis zum Spreewald? Kann man da mit dem Radl hinfahren? Das ist ja das Tolle bei uns. Du fährst bei uns raus, dann hast du gegenüber auf der anderen Straßenseite den Radweg. Fährst in Richtung Unterspreewald, das sind 12 Kilometer mit dem Fahrrad, ganz leicht zu fahren. Und schon bist du mitten im Spreewald, kannst paddeln, kannst Kahn fahren. Wahnsinn. Pop. Und abends gehst du wieder unter Palmen schwimmen. Guck mal her. Ich will doch nicht sterben. Roland, trittst du hier so doll in die Pedale oder schummelst du? Nein, wenn du genau hinschaust und genau hinhörst, erkennst du, dass wir hier eine kleine Unterstützung haben. Das ist nämlich ein E-Bike. Und das ist auch ein Highlight in diesem Frühjahr, weil die Nachfrage immer größer wurde, haben wir natürlich unseren Verleih mit E-Bikes ausgestattet, um noch mehr zu bieten. Diese schönen Blumenbeete, die haben wir letztes Jahr durch unseren Gärtner erst angelegt. Jetzt kommen gerade die Tulpen. Wenn die nachher in einer richtigen schönen Blütenpracht sind, das sieht sowas von toll aus. Wir haben nämlich jetzt hier auf Wunsch unserer Gäste Licht reingelegt und haben Steckdosen drin. Weil heute im Zeitalter der Handys möchte jeder sein Handy laden. Und dem haben wir Rechnung getragen und haben jetzt jedes Tippi mit Steckdosen und Licht ausgestattet. Na wunderbar. Auf geht's. So, Roland, danke für die Fahrt. Jetzt habe ich aber ganz schön Hunger. Wollen wir was essen gehen? Was hast du denn da?